Moin, sorry für den Wind. Es ist brutalst windig heute, aber das ist ja egal. Es wird eh laut. Zylinderkopfbearbeitung Teil 2. Als allererstes habe ich gedacht, entferne ich hier diese scharfen Kanten alle so gut wie möglich, weil hier ist so ein mieser Grat dran. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen sauber, dass das Öl schneller zurückläuft. Ja, dann gehen wir an die Kanäle. Und wenn wir soweit fertig sind, mache ich den Kopf außen sauber komplett. Einfach hier mit einer feinen Drahtbürste. Natürlich nirgendwo gegenkommen, wo es nicht sein darf. Ansonsten legen wir mal los. So schnell hat man da einen Fehler gemacht, aber das ist ja jetzt nicht schlimm zum Glück. Aber das könnte auch passieren, dass man hier reinkommt. Das wäre schlimm. Also passt ganz gewaltig auf. So, ich habe die Kanten jetzt alle ein bisschen entgratet. Das hat man vielleicht nicht gesehen auf dem Zeitraffer. Aber es ist immer mal so ein großes Stück Alu weggeflogen. Das ist halt hier an der Kante so ein Gussgrat, der nicht richtig weggemacht worden ist. Das war ja auch hier vorne. Da schneidet man sich dran, aber davon abgesehen, das fällt irgendwann in den Motor und dann hängt das unten im Ölsieb oder so. Oder vielleicht noch woanders dran oder drin. Kommt auch nicht auf die Sitze von den Unterlegscheiben bzw. von den Zylinderkopfschrauben, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich glaube, man sieht es nicht. Jedenfalls ist da die Ölsteigbohrung drin. Also es geht um die Schraube herum und dann nach oben in den Kopf rein. Sollte man nicht unbedingt jetzt die Dichtigkeit der Zylinderkopfschraube beeinflussen. Ihr müsst da nichts rechtwinklig machen oder sonstiges. Einfach nur das Ganze glätten. Und wenn ihr da unten nicht reinkommt, dann kommt ihr halt nicht rein. Wichtig ist, dass das nicht mehr diese tiefen Gussriefen hier hat. Ne, das ist schon, da läuft das Öl echt schlecht wieder runter. Mehr ist es nicht. Das ist kein Tuning, es bringt keine Leistung, es bringt nur bessere Ölzirkulation. So sah das vorher aus teilweise, ne? Echt eklig. Wenn ihr hier so Flächen habt, da kommt ihr nicht flach drauf. Also entweder bräuchte man halt wirklich einen kugelförmigen Fräser oder so, habe ich auch. Aber man kann auch einfach hiermit ganz schnell hin und her gehen. Ich versuche das nochmal zu zeigen. Sonst macht er ja Riefen rein und dann läuft das Öl auch wieder scheiße. Also lieber so. Die Kanten hier runde ich auch ab später, aber mit dem Schleifstein. Ja, und dann geht ab, ne? Oben vorher, unten nachher. Wie man sieht, überall kommt man nicht rein. Und unten der Boden, wer es drauf anlegen möchte. So, das habe ich jetzt ein wenig abgerundet. Dann ist die Seite jetzt auch soweit fertig. So, soweit, so gut. Wie man sieht, bin ich schon ein paar Mal abgerutscht. Einmal auch hier, wo die Dichtung sitzt. Wird schon dicht, hoffe ich. Ja, wie man sehen kann. Ich habe auch noch den Kugelfräser verwendet, weil ich hier zum Beispiel
nicht dahinter kam. Ich glaube, jetzt gehe ich noch mal so die Flächen hier vorsichtig ein bisschen mit so einem Schleifvlies lang. Hier mit so welchen. Also für die Lagerstellen habe ich jetzt das Schwarz genommen, das ist das Feinste. Das ist nur polieren, nur sauber kriegen hier von dem Oberflächenrotz. Also es geht relativ schnell hier unsere Kanäle zu bearbeiten. Das ist auch ein recht grober Fräser. Ja, ich habe das hier angerissen, das Dichtungsmaß. Und bis dahin werde ich das jetzt erstmal auf Weiten vorsichtig und den Rest nur glätten innen drin. Tue ich das ein bisschen parallel machen, weil das wird ja hier vorne dann mehr weggenommen. Ja, und dann machen wir innen die Feinarbeit und dann gehen wir ans Schleifen vorsichtig, da wo wir hinkommen. So, das ist die grobe Vorarbeit, diesen Fräser hierfür genommen. Habe ich eigentlich für die Ansauglücke gekauft, aber wie ihr seht, passt schon, oder? So, der Rest nachher mit, mal sehen, also ich habe Schleifvlies, Zeugs. So. Dabei jetzt erstmal alles glatt zu machen und ein bisschen anzugleichen, wo die Gussriemen sind. Die sind auch relativ tief. Und hier den inneren Radius, das ist halt sehr schwierig von hier zu sehen, aber den muss ich halt jetzt auch irgendwie ein bisschen glatt kriegen. Ich weiß nicht, wie viel man da wegnehmen kann, weil hier ist Kühlwasserkanal drunter. Also nehmen wir nicht so viel weg. So wenig wie möglich. Ja, sorry, wenn das ein Dreiteiler wird, aber das dauert halt ewig lang. Ich bin jetzt schon wieder 4-5 Stunden da dran. Nur das innen sauber machen und jetzt das halt angefangen. Machen wir halt morgen weiter und mal sehen, wann ich das Video hochlade. Ciao.